glaube hier rum. Muss nur diesen Kochpot wiederfinden. Das ist ja... Also, ganz ehrlich, im Labyrinth habe ich mich besser zurechtgefunden als hier. Muss ich ehrlich sagen. Na komm, hallo, was machst du denn da für komische Akrobatik? Das ist ja auch noch was. Glaubt das denn? Ich finde gerade den Weg nicht raus. Okay, das ist das. Ich finde gerade den Weg hier nicht raus. Unglaublich. Hier ist es doch. Das ist da, da geht's hier lang. Hier gibt es auch noch was zum Looten. Schuppenkampfhandschuhe, okay. Und hier geht's raus. Sehr gut. Endlich draußen. Das ist der, ich würde mal sagen, der Hinterausgang, oder? Okay, wir können da einen Quest abgeben. Mal ganz kurz, wir haben das doch im Inventar. Siegel. Schatz des Minotaurus. So viel Gedöns. Sphinx, Minotaurus haben wir. Fehlt noch Zyklop und Medusa. Definitiv. Die fehlen noch. So. Ist das hier? Erbamulett. Genau, das haben wir noch. Malaka. Da vorne sind fanatische Anhänger des Ares. Ach, verdammt. Okay. Kopfspalter. Alter, wie mies. Okay. Natürlich. Aber wenn ich treffe, dann richtig. Alter, mitten durch. Alter, ist die Axt mies. Ey, das war das Beste, was wir machen konnten, uns diese Axt zu besorgen. Von dem Minotaurus. Das war eine hervorragende Idee. Wenn ich jetzt den Typen wiederfinden würde, wäre natürlich toll. Was ist hier? Wen wollte er treffen? Ich sollte es herausfinden. Klein Ägypten, sei vorsichtig, die Wachen suchen nach dir. Keine Sorge, die Frau ist in Sicherheit, okay? Brief des Toten, Straße, Haus, Ägypten, schieß mich tot. Schauen wir mal ganz kurz. Also, wir geben erstmal... Ich würde sagen, das jetzt so ab. Das ist ja hier. Auf geht's. Ach, da oben. Okay. Aber
diese komische Rüstung da, die ist echt... Die kannst du in die Tonne kloppen, die brauchen wir nicht. So. Die Anhänger des Ares sind jetzt bei Hades. Danke, Söldner. Wie können wir das wieder gut machen? Nichts in dieser Welt ist umsonst. Schon gar nicht meine Zeit. Ich verstehe, Söldner. Ich wünschte, wir könnten dir mehr geben. Okay. Ist doch in Ordnung. Okay, wir gucken mal ganz kurz, wo hier denn ein Schatz sein soll. Ah, verstehe, da ist er. Okay. Holen wir uns mal den Schatz da drüben, würde ich mal behaupten. Ich mach keine Scherze. Geh! Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ja, nächster. Bisschen klauen. So, auch das haben wir. Alles klar, gleich auf zum nächsten. Wir ziehen jetzt hier voll durch. Wir versuchen... Karte. Das ist da. Da müssen wir wirklich lange reiten. Aber naja, gut. Obwohl, wir könnten von hier aus... Ja, so ein bisschen näher dran. Machen wir auch von hier aus. So, weiter. Weiter geht's. Und abwärts. Kleinägypten. Auf Rot. Komm schon. Danke. Vollgas. Und insgesamt haben wir hier doch ganz gut abgegrast. Fette neue Waffe. Level 41. Läuft. Na los! Gewonnener Schlüssel, okay. Ja, fehlt uns noch Medusa und der Zyklop, ne? Und dann haben wir alle vier Teile, um nach Atlantis reinzukommen, würde ich mal sagen. Da. Ich muss mit ihm sprechen. Und auf geht's. Ah, neuer Söldner. Ah, verdammt, ich wollte eigentlich... Ah, Feuer. Okay. Alter, was knallt mir da rein hier? Alter Falter, der war böse. Ah, hier ist noch ein Schatz. Na. Rüber jetzt.
Was sollte das denn? Das Militär verdächtigt mich, Abtrünnige von der Front rauszuschmuggeln. Ja, na gut, sie wussten, dass ich es tue. Mhm. Oh, verfluchte Wachen! Sie schlagen hart zu. Hast du auf dem Weg hierher einen Mann gesehen? Einen dürren Idioten in den Farben der Armee? Ich fand eine Leiche in einer Schlucht. Er hatte eine Nachricht bei sich. Tot? Nein, das darf nicht sein. Wir hatten den perfekten Plan, ihn zu seiner Frau zu schaffen. Ich versprach ihr, dass er nicht enden würde wie die anderen Abtrünnigen. Du musst ihm nahestehen, wenn du dein Leben für ihn riskierst. Oder er hat dich sehr gut bezahlt. Aber ich tat es für das Mädchen. Mädchen? Welches Mädchen? Seine Frau? Es geht immer um ein Mädchen, nicht wahr? Naja, er wurde zwangsrekrutiert. Und sie weinte unentwegt. Und ich bin gut darin, Leute verschwinden zu lassen. Aber anders als du es tust. Also wollte ich ihnen helfen, wieder zusammenzukommen. Man findet kaum noch jemanden mit einem guten Herzen. Wir alle haben jemanden, auf den wir aufpassen wollen. Oder aufpassen müssen. Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt zu Isabel, ich meine zu seiner Frau. Wenn die Wachen hinter mir her waren, ist sie auch in Gefahr. Bitte geh zu ihr. Ich komme nach, wenn ich kann, und bringe sie in Sicherheit. Ich werde sie beschützen. Wie komme ich zu ihr? Folge der Straße nach Kydonia. Ihr Haus ist auf der linken Seite. Suche nach grünem Stoff am Türpfosten. Schnell! Ich komme nach, sobald ich kann. Schade. Okay. Was ist hier mit denen hier? Keiner gibt auf! Okay, Stress. Oh, bam. Ach, man hat mich den Kettenangriff machen können. Ich habe es zu spät gesehen. Bäm, einmal Schlachthaus. Gefällt mir echt gut. Habe ich schon erwähnt, dass mir die Waffe sehr gut gefällt. Für die grobe Keller halt, ne? Ja! Was hast du denn für ein Problem? Bleib stehen! Na mal! One hit! Geil! One hit! Der Hammer. Ja, weiter geht's. Weiter, komm. Weiter geht's. 200 Meter noch. Na, wo ist es denn? Da ist ein Schmied zumindest. Das ist auch gut. Können wir die Waffe gleich mal hochpushen? Sie hat sich ganz schön gewehrt. Wir sollten sie nicht töten, ihr Narren. Müssen wir das dem Befehlshaber erklären? Sie hat sich geweigert, den abtrünnigen Mann zu verpfeifen. Sie hat gekriegt, was sie verdient. Wer bei den Göttern bist du? Ich bin dein Scharfrichter. Alter, ist das böse. Aber geil. Verdammt, wir haben die Alte wohl getötet. Anscheinend hat sie sich gut gewehrt. Ich sah die toten Wachen draußen. Gute Arbeit, Söldner.
Sie waren vor mir hier. Ich konnte nichts mehr tun, außer sie zu rächen. Sie hat mir vertraut, Söldner. Ich wollte nur, dass sie wieder lächelt. Doch was ich auch versucht habe, ich brachte ihr nur Schmerz. So ist es schon immer gewesen. Ich hätte ihr nicht von meinem dummen Plan erzählen sollen, sie mit ihrem Mann zu vereinen. Das ist alles meine Schuld, nicht wahr? Nein, ist es nicht. Niemand wollte, dass es so endet. Und schon gar nicht du. Wenn sie gelächelt hat, war alles in Ordnung, weißt du? Mir war egal, wen sie angelächelt hat. Du tatest dein Bestes. Aber das Beste ist niemals genug. Nein. Nein, ist es nicht. Nimm das. Ich wollte es ihnen geben, wenn sie aus Kydonia entkommen sind. Als Reserve für schwere Zeiten. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr und ich kann den Anblick nicht ertragen. Nimm ihn als Bezahlung für deine Mühen. Und jetzt geh bitte. Natürlich. Misara durch. So, okay. Schauen wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt. Was ist das? 7000 Meter. Wo soll die denn sein? Die Söldnerin. Wo ist denn die? Gucken, wo die sich rumtreibt. Ja, hier oben wird die ja wohl nicht sein. Oh, hier oben ist noch einer. 49. Zu heftig. Wo ist die denn? 7000 Meter. Die kann doch nicht so weit weg sein. Suchen die gerade mal. Irgendwo hier? Göttlicher Eingriff. Prüfung des Urteilsvermögens. Was ist das? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, Kopfgeld für eine Dings. Okay. Tja, ich weiß es jetzt nicht. Lassen wir es erstmal sein. Wir schauen mal weiter. Schauspielerleben für mich. Odyssee-Quest. Attika. Dann haben wir noch Wahrheitsfindung. 3 von 22. Ehrgeiz. In Kythera und in Lesbos. Okay, in Kythera und in Lesbos. Lesbos ist, glaube ich, hier oben. Ja, genau. 46 bis 50. Das ist ein bisschen... Kythera. Hier könnten wir uns rumtreiben. Ich glaube, wir werden uns mal nach Kythera begeben. Und da uns das nächste Artefakt holen. Barnabas! Du wirst nie glauben, was in Messerer passiert ist. Naja, das müsste doch. Ich bin ganz bei dir. Ich habe das legendäre Labyrinth bei Knossos gefunden. Hast du es betreten? Ich erschlug den Minotauros. Was für eine Geschichte. Geschichte? Wir reden hier über die Götter, Herodotos! Oh ja. Und gestunken hat er auch. Wie könnte irgendjemand glauben, dass... Schick es ihm eins seiner Hörner aus. Du bist ein legendärer Held! Dieses Artefakt scheint über spezielle Kräfte zu verfügen. Das bekommt der Kult nicht in die Hände. Hallo, hier gilt rechts von links, mein Freund. Auch auf See. Mein Gott. Okay, wir fahren jetzt nach darüber. Versuchen uns da das zu holen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir beim Schiff was machen könnten. Wir haben zumindest noch eine Galionsfigur. Da haben wir jetzt nämlich... Minotaurus-Figur. Finde ich geil. Hat was. Können wir was upgraden? Feuerschalen, das können wir noch nicht. Da fehlt uns Geld und Felle.
Schiffszustand, nächste Stufe. Speerwürfe. Das geht nicht. Pfeilseilen können wir nicht. Aber den Rammsporn und Pfeile. Okay, machen wir es mal so. Können wir noch irgendwas? Nein, ne? Sieht nicht danach aus. Babyloner. Aber lass uns dabei, das ist in Ordnung. Gehen weiter Vollgas. Das Feuer ist einsatzbereit! Aber ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr rum. Was für ein Wellengang hier, ey. Wenn der nur 5000 Meter. Legt man ja mal mit einem Katzensprung zurück. Gerade bei dem Wellengang. Kommt man ja super voran. Ah, eine Seefahrt, die ist lustig, ne? Ganz kurz. Ja, da ist er. Komm, gib Gas. Diese Wellen sind übel. Aber sind gut vorangekommen. Ich habe meine Waffe immer noch nicht verbessert. Müssen wir dann machen. Aber immerhin, wir kommen immer näher. Aber brauchen eine Pause, Kapitän. Ja, leider. Aber hin. Aber immerhin. Level 41 schon. Das ist doch mal was. Ja, und trotzdem kommt man nicht voran. Ja, komm, gib Gas, Leute. Ich habe so das Gefühl, dass die Wellen uns wirklich ausbremsen. Macht immer die Zahlen um vom Ziel, wie schnell wir da näher kommen. So, und jetzt achtet mal drauf, wie langsam das wird. Kommst du nicht richtig rüber? Guck, jetzt gehst du runter. Wahnsinn. Oh, Kopfgeldliga. Oh, los, komm, gib Gas. Die Geschwindigkeit können wir nicht halten. Ja, leider.
Leider, leider, leider. Ruhige See. Endlich mal ruhige See. Relativ ruhige See. Ganz kurz Karte gucken, wo ich hin muss, nämlich zu dem Hafengedöns. Wo ist es denn? Da oben. Wo wollen wir denn hin nochmal? Wo war das? Chios, ne? Nee. Warte mal, wo war das? Sekunde, ich bin jetzt gerade selber ein bisschen raus. Attika. Attika, nee, was wollten wir denn jetzt? Wir wollten doch gerade mal was machen. Kythera und Lesbos. Genau, Kythera und Lesbos. Kythera, Lemnos, Thanos, Lesbos ist noch zu hoch. Kythera, wenn ich... Und ich segle in die ganze Zeit in die verkehrte Richtung. Ich bin noch ein Hammerkopf, ganz ehrlich. Ah, scheiße. Ich wundere mich schon, wo die ganze Zeit das bleibt. Ah, kacke. Genau in die andere Richtung. Aber liebe Freunde, das werde ich offscreen machen. Dorthin segeln. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Assassin's Creed Odyssey. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst Däumchen, Kommentare sind auch gerne genommen. Und ja, bis dahin bin ich raus. Macht's gut, ciao, ciao.